Gut, dann geht's jetzt los mit DBD. Oder weiter. Schauen wir mal, wie es wird. Noch 3 Solo-Runden, heute mal ein bisschen wieder zusammen. So. Es dauert jetzt wieder Ewigkeiten, bis ich die Dinger finde. Es tut mir sehr leid. Ja, kein Problem. Einstellen mal, das dauert immer am meisten. Zumal ich mir auch irgendwie nicht merken kann, wie diese Symbole aussehen. Ja, gut, weil die auch manchmal sehr ähnlich aussehen. Ja, und die sind noch nie am gleichen, die sind noch nie an der gleichen, am gleichen Platz. Aber bei verschiedenen Killern ist das halt, ne? Sind die wahrscheinlich ein bisschen anders angeordnet und so. So, das wäre schon mal das. Und dann nehmen wir kurz das Mikro auf, ein bisschen auf Stumm wegen dem Kauen, ja. Ja, alles gut. Wir haben heute etwas stummeren Killer. Na, schauen wir mal. Oh Gott, das hast du jetzt gesagt. Okay. Ich bin hier nicht zuerst. Das ist die große. Wieso waren das jetzt eigentlich nur 2 Opfergaben? Hatte Dings gar keinen Sinn? Oder? Ich hab zum Beispiel keine drin gehabt. Achso. Ah, Ghostface. Nicht schon wieder. Den muss ich tatsächlich auch mal ausprobieren. Als kleiner Einstieg. Ist es Ghostface? Aber wenn es da unten als Tipp steht, war es meistens. Ja, es ist meistens so. Ja, das ist gut, dann will ich immer wissen. Das ist mein Killer, definitiv. Aber wobei ich tatsächlich, aber das tatsächlich hätte ich das weggenommen mit den Tipps unten, weil das die große Überraschung ist, dann immer in der Runde erst rauszufinden, wer es ist. Das Lustige ist, dass es, glaube ich, sogar manchmal auch in den normalen Online-Lobbys kommt. Keine Ahnung, ich bin, letzten Mal habe ich jetzt nicht mehr Überlebende in den Online gespielt. Ich habe jetzt meistens Killer gespielt in den, also Michael halt, ne? Ich spiele eigentlich fast nur Michael. Ich würde mir gerne mal das Gespenst jetzt mal hochleveln, so nach und nach. Mal gucken. Aber heute mal wieder als Überlebender. So. Lauf auf. Achtung, Leute, es ist auf dem Weg. Okay. Weil ich persönlich spiele tatsächlich am liebsten als Killer. Irgendwie macht das mehr Spaß. Aber es gehört auch dazu, unbedingt als Überlebender zu spielen. Meine Freundin hat tatsächlich auch von dem Spiel infiziert. Die spielt auch ab und an mal Killer. Muss ich sagen. Oh, Markus ist... Ja, du bekommst gar nicht mit, dass ich hier in der Doch. Ärmel stecke. Habe ich mitbekommen. Merkt also ich, man.
Ich sehe dich tatsächlich hier liegen. Ja, was soll ich dir helfen da hinten? Ich komme jetzt gleich, wenn du am Haken hängst, komm ich dich retten, klar. Aber, ich sehe schon. Aber ich bin schon am Generator dran. Aber hier die ganze Zeit mit euch und da hat das Lied immer aus. Das ist geil. Das Komische ist, der Markus hat irgendwas ausgewählt bei sich wahrscheinlich. Ja. Den sehe ich die ganze Zeit. Ich werde verfolgt. Oh, Glück gehabt. Es müsste irgendwas mit Bindung heißen. Ich weiß nicht, wie der Perk heißt. Genau. Jetzt rennst du noch nicht die ganze Zeit weg. Nö, hab ich nicht. Ich mag dich. Aua. Yvonne, geh mal hin, bitte. Ich werde hier so ein bisschen gestalkt. Bist du mal weg von mir? Nein. Wo bist du hin? Nirgendwo. Schon weg. Wo bist du denn? Ich will dich voran. Das ist auch gut so. Hast du mal von mir? Nein. Scheiße, ich habe mich selber gebaut. Nein! Ich habe mich selber gebaut. Ich komme nicht mehr raus. Was ist das denn für eine Kacke? Ich komme nicht mehr raus aus der Ecke. Nee, geh mal weg. Lass mich in Ruhe. Hallo. Ghostface muss ich auch mal ausprobieren, dringend. Ah, kein eiserner Griff. Doch. Nein. Hast du nicht? Sonst würde ich es merken. Ja, genau. Hampel einfach noch ein bisschen rum hier. Ja, ich komm. Du kannst ja noch mal ein bisschen zum Haken gehen. Probier's mal. Ja, hatte ich ja versucht. Kratz doch nicht hin. Ich geh da mal. Gehst du mal weg? Such dir mal bitte jemand anders. Hier sind nur drei andere. Den Markus hast du schon ein bisschen angeschnitten. Mich hast du angeschnitten, jetzt fehlt nur noch einer. Was rennst du mir vor der Nase rum? Jetzt habe ich leider die Pizza in der Hand gehabt. Ha, sehr schön. Dankeschön. Fürs Abnehmen. Alter, wo bist du hin? Tag. Schönen guten Tag, Sabrina. Hallo. Hier, nette haben. Wie hier. Daneben. Sag ich, der Generator fertig, den ich so fast komplett fertig gemacht habe? Oder habt ihr neue gemacht? Also einer ist auf jeden Fall fertig. Einer da ist, da wo wir gespawnt sind, da am Anfang, da ist auf jeden Fall, der ist, ja, 98% oder so. Das gibt, bleib doch einfach nur stehen, was soll das denn? Wir haben keinen Bock auf dich, merkst du das nicht? Ich merk das schon. Nee. Und hier wieder rüber. Aber das Lustigste ist, das ist eine schöne Ablenkung eigentlich. Ist doch gut. Da habe ich in meiner Viererrunde auch den letzten geholt. Schönes Fenster durchgeschlagen. Den wollten wir gerade entwischen. Ich nehme den mal, ne? Jetzt bleib doch einfach stehen. Nö. So, jetzt aber hier. Schluss mit Lust. Das ist aber nicht stehen, das ist liegen. Hm.
Ich bin mal so frei, ne? Grüne Verfolgungsjagd gewesen. Da gehst du mal weg von mir? Ich würde dir gerne mal weitermachen. Guck, guck. Mach doch mal weiter. Wo bist du? Nirgendwo. Ganz weit weg. Vorsichtig, Markus. Die kommt. Naja, die geistert da im Wasser des Wortes rum. Ja, das war jetzt. Ein Generator noch. Scheiße. Daneben gehauen und nochmal. Ich nehme dich mal hier mit. Heute ist nicht mein Spieletag. Ne, ich habe auch so Runden manchmal. Wie gesagt, meine letzte Kellerrunde. Das war so eine. Das ging heute Morgen schon los im Dings hier. Ja, aber manchmal ist es so Tage, ja. Bei Seven Days. Da hatte ich ja nachher schon so schlechte Laune. So. Einmal vom Haken gerettet und geheilt. Das ist doch super. Jetzt müssen wir noch einen Generator suchen. Ah, das ist doch die Map. Ne, Markus? Wo du dich in den Keller verstecken wolltest und ich direkt hinter dir stand? Ja. Die heißt ja, glaube ich, sogar ernsthaft, Markus. Mann, ey. Lauf doch einfach mal weiter, Mensch. Ah. So. Ich brauch auch ein kleines Edwards-Erlebnis. Nö. Können wir nicht. Hast du die Besessenheit erwischt? Scheiße. Du täuscht. Scheiße, Mann, ich hab dich nicht gesehen. Da war der Generator explodiert, ist erst fast durch. Hallo? Geh mal weg, bitte. Scheiße, ich war ich abgelenkt in dem Moment. Geh weg! Ich hab hier sowas Anhängsel. Ja, ich glaub's nicht. Ah, jetzt kann die gut. So. Eins. Ja, lecker Mio. Oh, heute habt ihr trotzdem ein leichtes Spiel mit mir, das sag ich euch. Hm? Heute habt ihr ein leichtes Spiel mit mir. Hab ich gemerkt. Scheiße, ich muss dich holen, ne? Verdammt. Ja, so viel zum Thema leichtes Spiel. Du hast ja schon den zweiten jetzt hängen.
Gar nicht mehr. Da hängt sie schon. Hallo, kannst du mal weg? Was? Oh, das ist doch nicht. Das ist unfair. Hallo? Ach so, ich hab dich trotzdem. Ach so, ich hab dich. Ja, du hast dich vom Haken vom Gen weggezogen. Unfair wäre jetzt gewesen, wenn ich mir die Ivonne eben geschnappt hätte. Scheiße! Die ist irgendwo links hinten. So. Okay, gut zu wissen, dass der sich auch so anschleichen kann. Danke. Alter, Sabrina, ich hab dich jetzt erschrocken. Ich hatte mir gedacht, dass du da rumläufst. Oh, Alter! Da kommt schon um die Ecke! Boah! Ich hab aber nicht gerechnet, eine Minute vorher, 10 Sekunden früher hätte mich gehabt, ey. 2 Millimeter waren's. Ja, die kotzt mich halt nicht. Die muss es halt ein zweites Mal erst schlagen. 2 Millimeter. Ja, du hast mich aber noch getroffen. Aber du hättest mich, ja. Aber ich wäre trotzdem mit dem ersten Schlag noch nicht durch nieder gewesen. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. War eine gute Runde trotzdem. Boah. Aber nichts noch entkommen, ey. Das Gute war, wo ich den letzten Generator gemacht habe, daneben der war auch so gut wie über 90%. Das war der erste, glaube ich, von mir. Ja, da hatte ich dich zuerst gesucht. Okay.
So. Na, mal schauen, was du jetzt in deiner zweiten Runde für uns hast. So, Runde 2. Markus, bist du auch noch da? Ja, ich bin noch da. Ich suche gerade nur was aus. Okay. Ah ja. Fehlt noch? Ich. Ich probiere mal einen anderen Überlebenden aus. Die Jägerin also. Heieiei. Na gut, das hier war knapp, ne? Das muss man mal so sagen. Gucken, wie es jetzt gleich in einer zweiten Runde wird. Gerade die beste Verfolgungsjagd forever. Das hat mir Zeit gebracht. Ja. Also ich habe gerade fertig gemacht, wo ich den zweiten, dann kam sie um die Ecke. Na, den ersten, den habe ich ja relativ weit gemacht. Da war sie ja schon dann irgendwann bei mir. Den zweiten habe ich ja fast fertig gehabt am Haus. Oh, Springwood. Und das war, wo ich eine andere Map ausgesucht habe. Okay. Freddy's Map.
Und der dritte war ja dann direkt da nebeneinander an dem Hügel. Ich habe keine Ahnung, was die Alte hier kann. Die kann die Beile werfen. Du bist quasi, kannst bis aus der Entfernung diese Beile, wer du nur an das werfen. Auf die Überlebenden. Die Map an sich ist eigentlich auch ganz cool. Der hat gesessen. Sie hat auf jeden Fall irgendwo einen Fluch drin. Ja. Also müsst ihr dir ein brennendes Totem irgendwo suchen. Oder müsste man. Das wissen wir halt nicht von hier. Macht mal ganz mit der ganzen Ruhe hier, ich irgendwie finde ich euch nicht. Ah, die Map ist nicht ohne. Ich habe so bis jetzt noch nicht als Killer gehabt, doch dreimal. Da ist doch einer. Hä? Ich hab vor Augen gesehen. Nein, das hältst du für komplett für ein Gerücht. Da ist niemand. Ah, okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Danach darf der Markus sich rächen, glaube ich. Ja, das macht er sowieso. Der spielt dann richtig seine Assi-Perks aus, so wie dem Geist. Das werde ich dir nicht vergessen. Schauen wir nicht weit weg geht. Hab dich. Ich kann selber. Also okay. Gut.
2 noch. Was ist denn ein Totem, ey? Sag mir, wo du bist, dann verrate ich dir. Sag mir, wo der Totem ist, und dann verrate ich dir, wo ich bin. Ja. Wir könnten uns da treffen. So, jetzt bin ich halt noch nicht. Ich finde da schon irgendwie. Ich finde hier heute irgendwie. Finde ich euch heute gar nicht. Du warst knapp dran. Es war, nicht weit, es war nicht weit weg tatsächlich gerade. Wovon gehe ich aus? Irgendwie eine sehr unsympathische Karte. Ach was. Mann, ey. Danke, Kev. Bitte was? Gemacht. Was denn? Du bist genau in dieselbe Richtung gelaufen wie ich. Ja, Richtung Ausgang. Ich hab den Killer noch nicht gehabt. Ich war doch mit dir im Generator. Ja, aber man läuft nicht in dieselbe Richtung, damit man ein bisschen sich verteilt. Ich hab dich doch nicht nur zu einem hin. Also ich hab dich tatsächlich nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass du hinter mir irgendwie bist oder in der Nähe von mir bist. Das ja, wir haben am selben Generator gehockt, also komm. Ja, genau. Die Laufbahn geöffnet. Nein. Der Ausgang ist nicht weit weg, Markus. Wo bist du? Ich kann nicht so ganz mit dem Ding. Seid ihr sicher irgendwo?
Alles noch? Hm? Alles gut. Ich rede gerade mit mir selber. Ja, weißt du? Den Stich wollte ich eigentlich nicht haben. Scheiße. Ja. So viel dazu. Ja, nehme ich auf mich die Runde. Da ist er mir gerade in der Arme gelaufen. Ja, aber du hättest mich schon vorher nicht so gekriegt, wenn ich mit Kev nicht praktisch in derselben Richtung gelatscht wäre. Hm. Na gut, ich hab dich jetzt vom Haken geholt, jetzt mir jetzt in dem Moment nur wirklich nur hinterher rennen müssen, dann wäre es rausgekommen. Der Ausgang war nicht weiter. Konnte ich ja nicht, weil sie direkt vor meiner Nase hinter ihr her war. Ja, eigentlich war ich hinter Yvonne her und dann ist Markus mir genau vor die Nase gelaufen. Ja, ich hab gesehen, wie du hinterher gerannt bist, da bin ich außen rum gelaufen, aber dann bist du mir direkt um den Weg gelatscht. Ah, komm, nächste Runde besser. Jetzt darfst du nämlich killen. Man kann halt festhalten, wie man es will. Das Spiel macht halt als Killer einfach nur Spaß. Als Überlebender macht das keinen Spaß. Ja, das habe ich ja. Das ist ja genau das, was ich immer angemerkt habe. Als Killer spielst du halt. Ist das halt. Ich finde es als Killer besser, tatsächlich persönlich. Ja, das ist schlichtweg so. Aber auch als Überlebender hat tatsächlich sein Reiz, wenn man halt mit 3-4 Leuten spielt. Weil das Ziel ist es halt, rauszukommen. So viel wie möglich. Die Generatoren zu schaffen und rauszukommen. Aber Sabrina war ziemlich oft nah bei mir. Sie war auch eben bei mir. Wo der vorletzte Generator angegangen ist, unten im in dem Kellerraum. Du bist dann, ist der Generator angegangen, du bist dann reingekommen, da hast du nach links geguckt, wo die Matratze lag. Weißt du? Und du warst auf der anderen Seite, wa? Ich war auf der anderen Seite hinter dem Schrank. Ich hab dich gesehen. Du bist ja runter den Generator, hast dann rüber, bist in diesen kleinen Zwischengang gegangen und hast dann nach links geguckt, da lag die Matratze. Jetzt rechts hinter dem Schrank saß ich direkt. Also in dieser Kommode, was das da war. Naja, schauen wir mal. Gut, nächste Runde, Markus.